Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video, in dem wir euch die Daytona International Speedway Strecke im Audi R8 LMS Evo GT3 näher bringen möchten. Heute werde ich unser Fahrer Raphael einmal mitnehmen auf eine schnelle Runde und das Ganze anschließend nochmal im langsamen Tempo erläutern. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns die Runde an. Ich habe einen kleinen Hinweis, kleinen Tipp an euch. Zwecks Force Feedback. Stellt für den neuen Audi das Force Feedback gerne mal um ein, zwei Klicks höher. Ihr werdet merken, man fährt besser. Man hat das Auto ein bisschen besser unter Kontrolle. Mir hat das einiges gebracht. Gerne mal ausprobieren, gerne auch Feedback an mich geben. Genau. So, dann schauen wir uns mal das Ganze an. Wir fahren über Start und Ziel. Ich zeige euch einfach, wie ich das fahre und welche Bremspunkte ich habe, in welchem Gang wir fahren. Dann gehen wir einfach mal in die Runde. Wir fahren über Start und Ziel. Ich fahre ziemlich weit außen die Kurven an. Einfach aus dem Grund, das Fix-Setup ist ein bisschen bockig aus den Kurven raus, wenn man auf dem Gas ist und muss da wirklich vorsichtig sein. Macht hier bei dem Setup Sinn. Ich fahre hier außen an, Bremspunkt schauen wir uns gleich nochmal an. Gehe hier raus bis auf die Linie ein bisschen drüber. Gehe hier rein, nicht zu weit, nicht mit den Hinterreifen komplett drüber. Cut aber trotzdem leicht und lass mich hier raustragen. So fahre ich auch den Horseshoe, den Western Horseshoe und oder den West Horseshoe. Genau, wir gehen nochmal zurück, gucken uns das Ganze an, gerade mit dem Bremspunkt nochmal, wo bremse ich, wie sieht es im Fixed aus, was muss man im Open beachten, gucken wir uns einfach mal aus der Cockpit View an. So, wir kommen hier über Start und Ziel und müssen bremsen. Wo bremsen wir am besten? Hier haben wir eine gelbe Ampel, die zu beachten. Und was ich gerne mache, sind auch die Linien, die weißen Linien. Beim Fixed Setup, wir haben einen ziemlich hohen Flügel, kann man die Ampel wirklich als Bremspunkt nehmen. Ich fahre hier sogar ziemlich weit außen, also meine Linie ist nicht eng in, was viele nehmen. Aus dem Grund, den ich vorhin schon genannt habe, beim Exit ist das Auto ziemlich instabil, können wir so besser handeln. Ja, beim Open bremse ich meistens zwischen dem zweiten und dem ersten Strich, ungefähr hier an diesem Punkt. Wenn ich keinen Windschatten habe, nicht im Draft bin, das gleiche gilt auch hier, die Bremspunkte sind wirklich ohne Draft. Mit Draft muss man natürlich immer ein bisschen vorher bremsen. Genau, gehen wir mal rein. Ich Trailbreak da schön rein. Macht auch hier ziemlich Spaß. Auch mit dem Setup wirklich gut, mit dem Auto passt perfekt für Daytona. Ich bremse hier an, hier sogar ein bisschen am Ende des Strichs,
Lass mich hier raustragen, wie vorhin schon erwähnt. Gehe hier rein und vor dem Reifenstapel gehe ich schon aufs Gas. Versuche hier durch die Lenkung das Auto stabil zu halten. Lass mich hier raustragen. Da müsst ihr mit dem Gas ein bisschen spielen. Und dann fahre ich hier die nächste Kurve weit links an. Jetzt hier der Bremspunkt, das ist immer ein bisschen tricky. Wir haben hier in der Mitte die weißen Linien, das ist einfach viel zu früh. Hier fängt quasi so ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, Staub, ja, Staubfleck auf der Strecke, auf dem Asphalt an. Ich habe mir den schon immer als Bremspunkt rausgesucht. Das wäre 2-3 Meter vor den Hütchen. Es ist schwierig zu erkennen, wenn man aber wirklich drauf fokussiert achtet. Dann kennt man diesen Bremspunkt und den hat man dann einfach im Gefühl für die Zukunft. So, von weitem sieht man den leicht. Hier haben wir den und da gehe ich dann auf die in die Eisen. Fahre hier sogar ziemlich spitz an. Meistens fahre ich ein bisschen weiter außen, um dann den Exit besser zu treffen. Hier habe ich, glaube ich, sogar ein Zehntel liegen lassen. Ich weiß es gar nicht. Nicht ganz, aber... Hier lieber ein bisschen weiter raustragen lassen, nicht zu weit natürlich, dass wir hier schnell rausfahren können. Ich fahre hier sogar wirklich das Ganze eng an. Leicht hier den Curb mitnehmen, nicht hier über diesen Punkt kommen, im zweiten Gang nicht in den ersten Gang schalten und beschleunigt dann hier raus. Hier links ist auch nochmal ein Curb, den dürfen wir nicht überfahren. Wenn wir da drauf kommen, kann sein, wir verlieren das Auto. Deshalb hier eng bleiben und früh aufs Gas gehen. Und dann kann man sich hier raustragen lassen, komplett hier bis auf diesen Curb. Bin ich sogar wirklich ein bisschen eng gefahren. Wie gesagt, hier kann man bestimmt noch ein Zehntel rausholen, wenn man es perfekt trifft. So, in der nächsten Stelle Vollgas. Wir fahren hier leicht aufs Grüne, also so wie in der Runde gesehen. Ich zeige das einmal von außen. Ich nehme hier wirklich mit den rechten Reifen komplett das Grüne quasi mit. Grün kann man es nicht nennen, weil hier die meisten drüber fahren. Hier ganz eng innen bleiben, soweit es geht, damit wir dann für die nächste Kurve auch wieder schön von außen anfangen können. Und als Bremspunkt nehme ich im Open diese Linie hier. Weil ich hier einfach einen Ticken schneller bin, kann ich sogar mit Draft machen, wenn ich es im Gefühl habe. Und im Fixed nehme ich wirklich die Mitte. Circa das mittlere Hütchen und steigt dann in die Eisen. Mein Bremspunkt hier bleibt ziemlich weit außen. Weit außen, um dann wieder früh aufs Gas gehen zu können. Hier sieht man das. Bleib weit außen, lenk hier ein, fahr über den Curb und geh früh aufs Gas. Hier mit Gefühl spielen. Sobald ich merke, das Auto ist stabil, raustragen lassen. Und das Ganze auch im zweiten Gang. Ich habe gemerkt, früher habe ich immer in den ersten kurz geschaltet, um mal ein bisschen Lenkung zu bekommen. Ne, im zweiten ein bisschen mehr einlenken und dann das Lenkrad aufmachen, sobald ich am Exit bin. Beziehungsweise am Apex bin. Und dann geht das ganz gut. Hier fahre ich ganz weit nach außen. Ich hole hier keinen Off-Track. Das könnt ihr selber mal ausprobieren. Wirklich auch mit den rechten Reifen komplett drauf. Ich zeige das einmal aus der Cockpit-Sicht und gehe auf den Bremspunkt mit ein. Wir können hier wirklich den ganzen Schwung, den wir nehmen, komplett mitnehmen. Uns hier raustragen lassen. Hier drüber und hier anfangen zu bremsen. Das heißt, ich gehe wirklich an dem Punkt, an dieser weißen Linie hier, in die Eisen. Es ist ziemlich spät am Anfang, wenn man trainiert, kann man gerne auch ein bisschen früher hier ungefähr anfangen zu bremsen. Und gerne hier mal probieren, wenn man ein bisschen früher bremst, kriegt man auch die Kurve besser und kommt dann besser aufs Banking drauf. Die ist ein bisschen tricky. Gucken wir uns jetzt einfach nochmal an. So, ich gehe hier in die Eisen. Bleib hier mit dem rechten Reifen auf dem gelben Curb, lenk hier ein, ganz leicht, geh früh aufs Gas, sobald hier diese Linie erscheint, seht ihr, hier ist ein Asphalt, so eine kleine, wird es von hellgrau, dunkelgrau und da schaue ich, dass ich auf dieser Linie auf dem Vollgas bin. Bis dahin wirklich mit dem Gas ein bisschen spielen,
Nicht drauf. Und jetzt gehe ich aufs Gas. Warte, warte, bis ich hier draußen bin. Jetzt gehe ich aufs Gas und lass mich raustragen. So. Das Fix-Setup an sich ist wirklich stabil. Das Auto werdet ihr hier nicht verlieren, wenn ihr zu früh aufs Gas geht. Das Thema ist nur das Heck kommt, das schmiert. Es dreht euch das Auto ganz leicht ein. Ihr verliert eine Menge Zeit. Das sind bestimmt ein bis zwei Zehntel, die ihr hier liegen lässt, wenn ihr das nicht beachtet mit dem auf dem Gas gehen und dann hier raustragen lassen. Soweit es geht. Normal hier auf der Linie. Natürlich nicht in die Wand reinfahren. Ihr nehmt den Schwung komplett aufs Banking mit. Und fährt hier, so geht es geht, so gut es geht. Unten an der Linie, ich war ein bisschen weiter weg. Einfach den Schwung noch mitzunehmen. Geh dann aber hier auch enger rein zum Exit und bleib hier auch auf einer Linie. Und dann geht's schon zur Busstop. So, jetzt kleiner Hinweis an euch. Die Busstop solltet ihr nie zu zweit nehmen. Das heißt wirklich nie to wide. Einfach aus dem Grund, es macht keinen Sinn. Ihr verliert so viel Zeit. Es holt sich einer von beiden eine Slowdown. In 9 von 10 Fällen ist es ein Crash. Es macht keinen Sinn. Das heißt, wenn ihr einen habt, der ist vor euch, dann lüpft. Geht vom Gas runter, versucht euch hinten dran zu hängen. Verliert ihr am wenigsten Zeit. Das könnt ihr hier natürlich noch entscheiden, wenn ihr aus dem Banking rauskommt. Ihr merkt bei 300 Meter, oh, es wird knapp. Geht runter, hängt euch hinten ran. Er wird wahrscheinlich die Busstop, wenn es passiert, nicht perfekt treffen. Müsst ihr einfach vorsichtig sein. Wenn ihr vorne seid, vorsichtig in die Busstop reinfahren. Ich zeige euch jetzt den Bremspunkt zwischen dem 100 Meter und 200 Meter Schild. Haben wir auch eine Ampel, die nehmen wir uns immer als Punkt, egal ob im Open, im Fixed, und Trailbreaken dann schön leicht in die Busstop rein. Die nehmen wir ganz eng links. So eng es geht, schauen, wenn man hier schon übers Grüne geht, und dann bekommt man einen Off-Track. Einfach diesen weißen Punkte in den Curbs als Orientierungspunkte nehmen. Da könnt ihr dann wirklich sagen, okay, ihr fährt hier, soweit es geht, links rein, damit wir am besten mit Schwung aus der Busstop rauskommen. Ich Trailbreak hier und bremse nochmal leicht, damit ich hier anvisieren kann. Rechts den weißen Curb, hier nochmal rechts und fahre dann raus. Im vierten Gang mache ich das Ganze. Bleib auch im vierten Gang. Es kann sein, dass ihr im Open Setup im dritten Gang das Ganze machen müsst. Also das zeige ich euch auch gleich nochmal. Machen wir einfach von außen nochmal. So. Ich fahre hier rein. Schalte hier in den vierten Gang. Bremse nochmal. Gehe hier aufs Gas. Und dann ist der Exit gar nicht so schwierig. Hier müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr hier nämlich mit den Reifen drüber kommt. Ganz leicht bekommt ihr keinen Off-Track. Wenn ihr aber wirklich drüber seid, ja, gibt es sogar eine Slowdown. Hier ist damit man, gerade im Training merkt man das, natürlich die meisten Off-Tracks. Und dann kann man hier mit Schwung rausfahren. Früher habe ich mich auch hier immer raustragen lassen. Ist auch nicht so schlecht. Kann man so oder so machen. Oder so wie jetzt in dem Fall. Hier innen bleiben, bisschen lasse ich mich immer raustragen und bleib dann innen im Banking und fahre dann raus. So, ich würde aber trotzdem noch mal ganz ganze kurz zeigen. Einfach weil es so die, ich nenne es mal, eine der schwierigsten Stellen auf dieser Strecke ist. Gehen wir noch mal rein, gucken wir uns noch mal an in Zeitlupe. Ich bremse hier, orientiere mich hier an diesem weißen Punkt, muss noch mal ein bisschen nachbremsen, bin richtig. Gehe aufs Gas und kann schon sehr früh mit Gas drauf gehen. Hier links bleiben, bisschen den Schwung mitnehmen. Und es war eine sehr gute Busstop. Genau. Im dritten Gang im Open Setup kurz in den dritten schalten und dann Busstop im dritten in den vierten schalten und den nächsten mitnehmen. So, dann kommen wir hier schon raus. Haben wir eigentlich noch die Pit, die ich erkläre fürs Open. Das ist nämlich immer so ein Punkt, das sollte man am besten
richtig machen, weil in der Pit kann man viel verlieren. Die Pit hat 88 km/h, das ist das Pit Limit. Der Entry ist ein bisschen tricky, wenn man aber einmal weiß, wo der Bremspunkt ist, dann geht das auch voll klar. So, wenn ihr hier ankommt und ihr müsst in die Pit, wo bremse ich am besten? Die meisten bremsen viel zu früh, kann gefährlich werden, auch für den Hintermann. Sobald ich hier an dieser Stelle bin, ungefähr, dann gehe ich hier rein und bremse kurz vor diesem Knick, den diese weiße Linie hat. Ich fahre dann hier rein, bremse hier, lass mich rauswaken, je nachdem, wenn ich zu stark bremse und ich merke, ich werde zu langsam, dann kann ich auch innen nehmen. Wenn ich zu schnell bin, fahre ich nach außen und dann treffe ich mit in der Regel 90 km/h auch die Linie. Bisschen schneller kann man ja fahren und dann den Pit-Limiter rein und man trifft die Pit. Könnt ihr üben, sollte man auch üben, gerade fürs 24er. Was ansteht im Quali, gerne hier das Banking unten nutzen. Kriegt ihr keine Probleme. Im Rennen bitte nicht machen. Oberhalb der gelben Linie bleiben. Und dann passt es. Und dann haben wir die Runde auf Daytona hinter uns. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da oder lasst es uns in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal.